Ja, okay, da sind wir wieder zu einer neuen Folge. Wie heißt das? Lubeko, genau. Und ich bin mal wieder alleine und ja, mal gucken, was sich so getan hat auf dem Server. Lukas hat nochmal gestreamt auf jeden Fall neulich. Und ich war nicht so aktiv, habe aber auch ein bisschen weitergemacht. Und genau. Heute ist wieder Wochenende, also Freitag, und jetzt sind auch Winterferien. Mal sehen, wie aktiv dann das Projekt wieder wird. Bin auf jeden Fall gespannt. Und ich könnte ja heute noch mal eine Stadtrundtour eigentlich machen, ne? Und mir gleichzeitig noch den Fortschritt angucken seit der letzten Folge. Genau, das machen wir gleich. Und ich würde sagen, hier oben leuchte ich auch noch mal aus. Aber das kann ich eigentlich auch mit Glowstone machen, ne? Also ich pack den mal hier irgendwo hin. Da unten drunter ist schon einer auf jeden Fall. Aber der scheint wohl nicht hier hoch zu leuchten. Ich dachte eigentlich immer, dass Zaubertische da transparent sind, aber anscheinend nicht. Naja, dann würde ich sagen, packe ich eben hier nochmal irgendwie einen drauf, ne? Und ja, ich mache mir erstmal ein paar, würde ich sagen. Ich war nämlich welche Farmen im Nether, denn es gibt jetzt ein neues Nether-Portal auch, das da hinten errichtet wurde, ne? Das sieht man hier nur so leicht. Und sonst weiß ich nicht. Ach so, ja, man kann natürlich jetzt mal vergleichen die Sidebar, ne, von den Toten her, wie sich die verändert hat seit der letzten Folge. Wäre vielleicht auch mal interessant. Aber ja, das sehen wir dann noch. So, jetzt würde ich erstmal. Hallo, Seeds? Ach so. Okay. Ja, ich hatte ja halt das ganze Zeug angepflanzt, ne? Und ein bisschen das neu gemacht. Hier war auch das Feld wieder demoliert und alles, ne? Keine Ahnung. Hier kommt, glaube. Ne, was kommt denn hier hin? Ah ja, Karotten, ne? Stimmt, genau. Ja, egal. Da kümmere ich mich später drum, wenn das alles ausgewachsen ist, immer am besten, ne? Und ja, dann habe ich mir Kartoffeln gemacht, ne? Damit ich hier mal ein bisschen was habe und hier essen kann und so. Und genau, ich würde sagen. Ah, shit, da draußen ist wieder was los. Da kann ich nicht schlafen gehen. Naja, wenigstens habe ich schon mal ein Schwert. Das hatte ich nämlich nicht vorhin. Und da bin ich ja die ganze Zeit wieder gestorben. Und das ist natürlich auch nicht so geil. So, ah, die Sonne geht auf, oder? Gerade. Ja, dann kann ich auch einfach hier rumlaufen. Ne, dann ist ja alles okay. Ich will halt nur nicht, dass ich hier jetzt in die Nacht laufe. Denn das ist ja immer nicht so geil mit den ganzen Mobs. Ich glaube, hier ist noch was neu, oder? Ich weiß gar nicht, ne? Also die eine Folge habe ich schon geschnitten, ne? Mit Lukas, die Together-Folge. Die andere auch zum Großteil. Aber da bin ich noch nicht fertig geworden. Und ich weiß jetzt nicht, also wir sind ja da schon ein bisschen weit gekommen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das letzte Folge hier auch schon stand, ne? Mit den Pistons. Aber ich glaube nicht, ne? Hauptsächlich war da eben hier Neues gebaut mit der Burg, ne? Und so. Und hier diesem Ding, da habe ich ja auch das aufs Thumbnail gepackt, ne? Und alter, shit. Bitte nicht. Ich versuche mal hier innen lang zu gehen. Genau. Ja, und ich bin irgendwie so unnötig gestorben, das weiß ich auch noch. Und zwar bei mir zu Hause. Direkt neben dem Bett oder so. Also, ja. Das war auch wieder total geil. Ah, ne, das war ja hier. Ne, oder wo war das? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Doch, zu Hause war das bei mir, genau. Denn da bin ich nämlich diese Scaffoldings runtergegangen, ne? Und irgendwie habe ich dann Fallschaden gekriegt. Also, ich bin dann hier so raus und hatte auf einmal Fallschaden. Und ich weiß nicht warum, ne? Weil ich bin einfach nur runtergegangen und eigentlich null gefallen, so. Aber ja, das Spiel dachte sich, naja, komm, da hat er jetzt ja Fallschaden verdient. Naja, egal. So, auf jeden Fall, was gibt's noch? Ja, ich gehe mal hier durch die Stadt. Das kennen wir ja hier schon. So wie es ist. Und deswegen versuche ich mal irgendwo hinzugehen, wo es noch was Neues gibt. Und zwar hier hinten. Das hatte ich mir neulich im Stream schon angeguckt. Genau. Da war ich nämlich Holzfarmen. Und habe mir schon überlegt, wie ich das in der Folge zeigen kann, so ein bisschen. Und ja, da würde ich sagen, gehe ich mal hin. Ich versuche nur hier nicht so viel Fallschaden zu kriegen. Ah, da kann man hier über einen Baum runter. So. Ja, schaffe ich es ganz ohne Fallschaden? Na klar, ne? Ich bin ja auch ein Pro, muss man ja sagen. Und dann hier durch. Genau, hier hinten wurden irgendwie diese Bäume gepflanzt, ne? Die stehen auch unter Naturschutz. Also hier Naturschutzgebiet nicht abholzen. Und ja, sogar die Creeper-Löcher stehen unter Naturschutz anscheinend. Und sonst, genau, da oben gibt es irgendwie so eine Treppe hoch. Das hatte ich auch schon gesehen. Das muss ich mir alles mal angucken. Was mich gewundert hat, ist das hier, ne? Was das für ein Schlachtfeld sein soll. Also, da weiß ich jetzt auch nicht so ganz, ne? Was ich davon halten soll. Aber, naja, anscheinend gibt es hier auch nochmal Action. Und hier halt ein paar Tintenfische noch. Dies, das, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht. Ich gucke schon mal, wo ich ein Thumbnail machen kann. Ich glaube hier nicht so. Ja. Ist halt so ein bisschen.
verwirrend hier. Aber auch lustig. Also, ja, so eine Testzone quasi. So, dann haben wir hier noch ein Feld. Ich weiß nicht, wem das gehört. Das wäre natürlich nochmal interessant. Netherwarzenfeld. Irgendwie sieht das. Hä? Ist es Gemeinschaftsfeld oder was? Kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen. Also, vielleicht wohnt hier unterirdisch jemand. Aber schon ein bisschen komisch. So, vielleicht ist es auch so ein Außenfeld von dem, der hier wohnt. Ich weiß es nicht, ey. Ne? Das ist einfach so random hier mitten in der Landschaft. Ich habe keine Ahnung, ey. Soll hier so ein großer Bauernhof oder was entstehen? Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein. Ich habe mal noch ein Haus. Sieht auch interessant aus, irgendwie mit dieser Rinne da oben. Ne? Und ein bisschen erinnert mich das an Aletonix HD aus Mini-CA 5. Ah ja, hier waren wir doch schon. Das ist von dem Bruder von Lukas, ne? Genau. Stimmt. Das weiß ich nur nicht, ob ich das im Stream gezeigt hatte oder letzte Folge. Das ist gerade alles sehr verschwommen in meinem Kopf. Also, ich kann das schlecht auseinanderhalten. Ja, ist jetzt nicht so geil. Denn, ja, ich würde schon gerne nicht alles doppelt zeigen, ne? Oder auch irgendwas dann weglassen, weil ich es vergessen habe. Naja, was ist das denn hier? Ist das eine AFK-Kammer zum Fischen? Wie sieht denn das aus? Ja, geil, ne? Würde ich sagen. Genau. Dann gehen wir mal hier hoch. Da scheint noch so ein großes Haus zu sein. Das will ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Wo ist denn das? Hier nicht. Anscheinend. Da drüben. Da wahrscheinlich, genau. So. Und da hinten. Genau, dieses kleine Teil, das wollte ich noch erwähnen. Das erinnert mich ein bisschen an LCS1. Das hier ist ja eigentlich LCS3. Ne? Also die dritte Staffel von den Community-Projekten von Lukas. Und genau, bei der ersten Staffel hatte ich sowas ähnliches gebaut. Da hatte ich auch nur irgendwie so ein kleines Haus und nicht viel gemacht, sag ich mal. Und ja, bisschen scheiße gebaut irgendwie. Ich weiß noch, im Nether hatte ich da, glaube ich, ein Haus. Bin mir aber nicht mal ganz sicher. Wie war denn das? Irgendwie stand im Nether ein Haus. Vielleicht war das auch von Rietze. Und ja, genau, dann stand so ein unfertiger Holzklotz da in der Stadt. Das weiß ich auch noch. Und naja, das waren schon Zeiten, ne? Würde ich sagen. So, hier ist der Turm. Und das, ja, keine Ahnung. Also ich hatte das schon mal gesehen. Aber ich blicke hier halt nicht mehr durch, ne? Es sind halt einige Spieler auf dem Server. Oh lol, stimmt. Hier hinten geht's ja auch noch weiter. Zu so einem anderen Berg. Ich weiß nicht, ich würde gerne ein Thumbnail machen, wo ich das alles mit drauf kriege. Kriegen wir das hin? Ist die Frage. Vielleicht von da drüben oder so, von dem Berg da unten. Ja, das könnte ich mal probieren. Von dort. Da kann ich mich auch noch hochstecken. Ja, da könnte ich das gut drauf kriegen, eventuell. So, jedenfalls hier auch noch mit Bambusfarmen. Und dann haben wir hier so einen Kopf. Ich habe immer Angst bei Druckplatten, ich weiß nicht. Da denke ich immer dran, dass unten drunter zu 100% TNT liegt oder so. Ne? Von irgendeinem Schatzkeks, der das da hinsetzt. Ja, keine Ahnung. Genau, hier haben wir auch noch ein Portal, aber die sind alle aus. Ich weiß nicht, was das damit auf sich hat, ne? Jetzt wurde halt wieder ein neues Portal angezündet oder generiert. Ich habe keine Ahnung, wie das zusammenhängt. Ich glaube, das war irgendein Bug, dass die ausgingen. Das war nicht so gewollt, oder? Bin mir gar nicht mehr sicher. Aber Lukas hatte davon mal irgendwas geredet. Ah, hier ist ein Villager. Zombie. Okay, was kann ich mit dem handeln? Schärfe. Aha. Ah, da ist noch ein Neuling. Also, da gibt es noch keine krassen Sachen. Ja, also ich bin gespannt, ob es dieses Wochenende hier wieder vorangeht auf dem Server. Das wäre es natürlich, ne? Und genau. Dann werde ich mal schauen, dass ich nächste Folge vielleicht wieder was zu zeigen habe, ne? In der Stadt und so. Jetzt würde ich halt nicht nochmal zurückgehen. Ich würde sagen, ich gehe mal in Game Mode, damit das jetzt mal schneller geht. Und zwar. Ach, Game Rule. Game Mode Creative. So. Da kriege ich bessere Bilder hin, auf jeden Fall. Genau. Ah, wieso ist denn hier die Render-Distanz so klein? Der Server wurde irgendwie so runtergestellt, ja. Man kann hier gar nichts auf den Thumbnail packen. Das ist ja schon wieder. Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich damit er nicht so laggt, ne? Aber trotzdem, das ist ein bisschen wenig. Irgendwie. Vielleicht ist es auch, weil die PCs der Mitspieler das nicht so aushalten. Ich weiß nicht, ob es da was bringt, die Server-Chunks runterzustellen. Ich
glaube, das reicht auch, wenn du die am Client runterstellst, aber ja, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das vielleicht noch zusätzlich einen positiven Effekt hat, wenn die Server-Chunks auch runtergestellt werden. Genau. So, jetzt habe ich auf jeden Fall ein Bild davon, ne? Das war mir wichtig. Und das Haus sieht gar nicht mal schlecht aus von hier, ne? Vielleicht könnte man das noch mit Weizenblöcken verzieren. Und ja. So, was haben wir noch? Ja, hier ist halt das Portal jetzt, ne? Und in der Area hat sich eigentlich nicht so viel getan von der Stadt. Hier ist vielleicht noch was passiert. Denn das sind ja die Häuser von Max und Leon. Ach so. Wohnt Leon jetzt doch hier? Oder ist es da hinten sein Zweithaus? Ach, ich habe keine Ahnung. Naja. Aber das kann ich mir alles später nochmal angucken eigentlich. Dann würde ich sagen, wär's das jetzt erstmal. Danke fürs Zusehen und tschüss.